Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin heute spät dran, aber so ist das halt. Ich habe trotzdem beschlossen, mal wieder von hier zu vloggen, einfach weil ich die letzten Tage immer aus dem Auto von der Arbeit gevloggt habe. Und naja, ein bisschen Abwechslung muss sein. Das Wetter ist so lala, aber ich muss mich jetzt auch zügig auf den Weg zur Arbeit machen, wie man sich denken kann. Deswegen, Leute, wir sehen uns einfach gleich. Ich hoffe, ihr kommt gut entspannt in euren Tag. Ihr kennt diese Perspektive aus den letzten Tagen. Wie auch die letzten Tage über ist wirklich nichts passiert. Ich habe wirklich heute sehr aktiv überlegt, was ich vloggen kann nach der Arbeit. Aber es ist einfach nichts passiert. Was auch daran lag, dass die Arbeit heute sehr ermüdend war. Dadurch, dass gar nicht so viel passiert ist und wir heute dann relativ einen guten Leerlauf hatten. Und irgendwie bin ich dann in so ein kleines Loch gestürzt, nachdem die letzten Tage doch sehr hektisch und anstrengend waren. Ja, das so viel dann zur Arbeit. Samstag werde ich Melina vormittags beim Umzug helfen. Und ja, das war's. Sonntags ist Dungeons and Dragons. Morgen ist mein letzter Tag, wo ich die volle Stelle arbeite. Und dann habe ich nächste Woche Montag und Dienstag auch erstmal frei. Bin Mittwoch und Donnerstag dann wieder am Start. Freitag habe ich wieder frei. Also ja doch, das geht schon. Da freue ich mich auch tatsächlich drauf, dass das ab nächster Woche wieder ein bisschen weniger ist. Einfach wie gesagt, weil ich doch einige Dinge habe, die anstehen, die ich erledigen möchte und für die ich dann auch hoffentlich endlich wieder Zeit und Energie habe. Ansonsten werde ich mich jetzt bemühen, ins Bett zu gehen. Ich bin nämlich gar nicht mal so spät dran mit dem Bett. Wir haben jetzt 10:45, das geht noch vollkommen klar. Und deswegen werde ich jetzt pennen gehen und werde einfach mal fast 1,5 Stunden eher als die letzten Tage im Bett sein und werde morgen hoffentlich mal nicht total K.O. und fertig aus dem Bett rollen. Also Leute, ich würde sagen, wir sehen uns morgen früh beim neuen Daily Vlog. Ihr wisst Bescheid, das letzte Mal, wo ich voll arbeite, danach wird's wieder spannender. Schwör. Gute Nacht.